Einen wunderschönen guten Morgen aus Mentorno. Wie ihr seht, ich stehe nicht gerade idyllisch mitten auf einem Parkplatz, aber der Vorteil, da hinten ist gleich der Strand, 5 Minuten von hier. Und es gibt hier einfach keine schönen Parkplätze in der Nähe vom Strand. Mein Plan heute ist es, jetzt noch ein bisschen baden und chillen. Und später fahre ich nach Neapel. Denn morgen habe ich mir eine Besteigung des Vesuvs gebucht, besser gesagt, die Eintrittskarte in den Nationalpark und den Parkplatz. Ganz wichtig, muss man alles vorher buchen und man kann es auch nicht direkt vor Ort buchen, da es dort kein Internet gibt und Eintrittskarten gibt es nur online. Daher muss man das im Voraus machen, mag ich auch nicht so gern, aber was soll's. Gut, jetzt geht's erstmal an den Strand. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So sieht der Stellplatz von weitem aus. Werner steht dahinter. Und ganz wichtig zu beachten, da hinten, wo ich stehe, sind die Parkumrandungen weiß. Die sind kostenlos. Hier, die sind blau, die sind kostenpflichtig. Und gestern Abend sind tatsächlich auch Politessen hier herumgelaufen. Und hier vorne ist natürlich alles blau. Und ich weiß gar nicht, wie man hier ein Parkticket holen muss. Ja, keine Ahnung, meins war, wie gesagt, kostenlos. Und jetzt geht's erstmal an den Strand. Hier die typisch italienischen Strände. Ich werde mich ans Wasser kämpfen. Eine Liege kostet 20 bis 30 Euro. Bis hinten alles voller Liegen und Sonnenschirme. Also wer Strandurlaub in Italien machen möchte, der muss das mögen. Also ich kann jetzt noch so weit latschen. Hier wird es immer voll von Sonnenschirm und Liegen bleiben. So, ich verlasse jetzt Mentona. Ich fahre jetzt Richtung Vesuv. Ich bin jetzt kurz vor Neapel. Da vorne seht ihr schon den Vesuv. Und schaut mal an den Himmel. Es ist hier so viel Smog, dass man gar nicht mehr den Himmel sieht. Ich bin angekommen, habe mich noch ein bisschen fresh gemacht, ist schon wieder getrocknet. Und hier koche ich jetzt gerade mein Süppchen. Der Parkplatz, weiß nicht, ob ich jetzt hier nachts bleiben will. Eigentlich schön, überlege ich mir noch, aber zum Vesuv, wo ich morgen hin muss. Ich werde morgen auf den Vesuv steigen und der Parkplatz ist von hier einer Stunde entfernt. Ich muss einmal drumherum laufen. Ich bin hier praktisch im Nordosten des Vesuvs, des Kraters. Und ich muss aber in den Nordwesten des Kraters. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht nutze ich den Tag einfach mal ein bisschen, um runterzukommen, noch ein bisschen was einzukaufen, Wasser auffüllen. Muss auch mal sein. So, ich parke jetzt hier. Da seht ihr Werner. 1 Euro die Stunde. Habe ich jetzt erstmal das hier. Parkplatz mit einer Mauer. Ah, lieber nicht, der macht bestimmt irgendwann zu. Jedenfalls packe ich jetzt dafür 1 Euro die Stunde und jetzt gehe ich zum Meer. Auch wenn ich eigentlich heute Morgen vom Meer die Nase voll hatte. Hier ist jetzt gerade nichts anders zu machen in der Gegend und zum Wandern ist es echt zu heiß. Ich habe 42 Grad Außentemperatur und ja, kühle ich mich noch ein bisschen ab und morgen geht es dann wandern. Mal gucken, wie es wird. Hoffentlich nicht so heiß, aber da oben soll es angenehm kühl sein. Und wo ich heute Nacht stehe, das weiß ich noch nicht. Achso, und der Ort hier heißt Ercolano. Es ist zwar ein bisschen laut, aber da ist der Vesuv. Hier sieht man ihn noch mal besser. Da geht's morgen hoch. Ich schwitze. Es sind jetzt 43 Grad im Schatten draußen und ich habe eine Wassermelone getragen. Tatsächlich habe ich jetzt noch Happy Me. Denn ich habe einen guten Parkplatz gefunden, hier kostenlos.
direkt am Meer. Da ist nur, sind nur die Steine dazwischen. Und da ist der Yachthafen. Geil. Also hier kann ich in Ruhe übernachten. Jetzt freue ich mich wieder. Der schlecht gelaunte Tag hat ein Ende. Du bist ja frech. Soll ich dich mal da runterschubsen? Da hinten, hinter dieser Ecke, ist Neapel. Und da sind noch ein paar kleinere Inseln und die linke dort, das ist Capri. Darf ich vorstellen, das ist Torre del Greco. Ist nicht so schön, wie es hier aussieht. Und da geht es morgen hoch. Heute ging nicht, ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt hatte. Die Karten kann man nur online kaufen, die Eintrittskarten und die Parkkarte. Und da oben ist kein Internet, also man kann nicht da hochfahren und sagen, ach, bucht man sich schnell, nix da. Oh oh, ob das so eine gute Idee war mit dieser Wassermelone? Aber das war die kleinste. Ich werde sie aufschneiden und dann in den Eimer legen. Oh Gott. Ich habe hier echt keinen Plan. Erstmal halbieren. Das war eine gute Idee. Oh, der Eimer. Ich glaube, ich muss heute die Hälfte schon aufessen. Na, mal sehen, wie weit ich komme. Oh, die lecker. Ihr könnt ja mal raten, was sie gekostet hat. So, that's it. Wenn ich morgen losfahre, muss ich wenigstens bis hier alles weggefuttert haben. Heute mit dem wunderschönen Ausblick auf irgendeine alte Industrieanlage. Ein letzter Blick mit meiner Kaffeetasse. Da hinten ist Capri. Ein Ort ohne Strand. Nicht zu empfehlen. Und trotzdem habe ich hier gut geschlafen. Es geht los. Ich esse noch eine Salami. Da steht Venner. Parking ist nur 4 Stunden. Mal gucken, ob ich damit hinkomme. Ich wollte es mir ja gemütlich machen. Und ich habe richtige Wanderschuhe an, habe aber noch meine Barfußschuhe im Rucksack. Das ist der Shuttle Service. Man kann die 3,5 Kilometer auch fahren. Hallo. Na? Oha. Da soll ich jetzt 3,5 Kilometer berghoch stiefeln. Alles klar. Der Weg ist übrigens, tja, wie soll ich es nennen? Interessant. Man geht auf der Straße und hier ist der Zaun. Ja, und mehr geht nicht. Hier sind gut die Lavafelder zu sehen. Ich sag euch, das ist Marathon. Und trotzdem habe ich die richtige Entscheidung getroffen, weil ich fahre doch nicht zum Vesuv und lass mich mit einer Touristenkutsche auf den Gipfel oder zum Krater fahren. Nein, das will man doch selbst erklimmen. Es sind 42 Grad, der Schweiß läuft mir in die Augen und dann fängt es an zu brennen. Aber egal, ich wollte da hoch. Ja, ich bin hier. Das Stück bin ich jetzt schon gelaufen. Sieht ja gar nicht mehr so hoch aus. Aber jetzt kommen wir erstmal die Höhenmeter. Okay. Da ist noch eine Wi-Fi-Area.
Und da, den roten Weg muss ich gehen. Sieht doch gar nicht mehr so hoch aus, oder? Ups, bin ich schon da? Ging ja schneller als erwartet. Ich habe mir jetzt hier so ein T-Shirt mitgenommen vom Vesuv. Das ist immer so ein Andenken für mich, dass ich da war. Zuerst habe ich Tassen gesammelt, dann habe ich festgestellt, so viele Tassen kann ich gar nicht unterbringen bei mir in der Küche. Aber so ein T-Shirt zieht man ja immer mal an, vor allem auf Arbeit. Und darum nehme ich mir jetzt überall, wo ich bin, so ein T-Shirt mit. Ich habe schon eins von I Climbed the Table Mountain und Mount Kinabalu und auch von vielen Bergen. Schöne Erinnerung immer. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Energie geholt und will mit Karte zahlen. Und nur da oben ist die Verbindung. So, ein Magnum-Eis und hier eine Cola. Kosten 7 Euro hier oben. Das Problem ist, ich habe Tickets für 11 Uhr und kann erst 40 Minuten vorher da meine Eintrittskarten abholen. Jetzt muss ich noch eine Stunde warten. Ich will mal kurz ein Update geben zu den Sachen, die man so im Internet liest. Man muss das Ticket vorher kaufen und so weiter. Deswegen habe ich ja hier eigentlich 2 Tage abgesessen. Es ist jetzt neu. Du kannst das Ticket hier kaufen, denn es gibt kostenloses WLAN hier. Da kannst du dich mit einloggen und dann kannst du dir hier ein Ticket kaufen. Brauchst also nicht Ewigkeiten im Voraus buchen. Ist natürlich von der Saison abhängig, denn ich bin jetzt in der Hauptsaison. Da kriegst du das Ticket vielleicht erst in 2 Stunden, je nachdem wie dein Zeitfenster ausgebucht ist. Oder wenn du in der Nebensaison bist, kriegst du bestimmt sofort ein Ticket. Ja, und das Parkplatzticket ist 4 Stunden gültig. Das heißt, wenn du zu früh kommst, ist das Ticket abgelaufen, bevor du wieder unten bist. Aber es ist tatsächlich so, du kannst hier erst reingehen, wenn dein Zeitfenster gekommen ist. Ich denke, sie wollen verhindern, dass hier zu viele Menschen mit einem Mal auf den Berg hochwandern. Ist ja auch nicht schlecht. So, du gehst hier dann durch das Haupttor. Oh, da ist eine Regenwolke. Ups. Und dann sehe ich da oben Menschen laufen. Ich denke mal, da wird so ein serpentinenmäßiger Wanderweg hoch sein. Das wird anstrengend. Witzig, es ist jetzt 2 Minuten vorher und er lässt mich noch nicht rein. Ich habe noch 3 Minuten zu warten, hat er gesagt, oder 2 Minuten. Und das Dreckig um den Krater könnt ihr dann nächste Woche sehen. Lasst ein Abo da. Ciao.